My English makes me nobody after. And that's the niveau from my English. So would it be okay if I switch to German? Yes? Dankeschön. Weil mein deutscher Sprachschatz wesentlich besser ist, müsste man unterstellen, ich bin nämlich auch Deutschlehrerin. Jetzt weiß man, ich komme aus der pädagogischen Ecke hier reingerauscht. Und ich bin auch schon ein bisschen älter, das kann man sehen. Und ich habe eben ganz interessiert und gespannt zugehört bei dem, was auch zu dem Projekt gesagt wurde, weil mich da so vieles daran erinnerte, was ich bei, wenn ich jetzt Apps oder sowas sehe, immer sage, ja, wenn es das zu meiner Schulzeit schon gegeben hätte, dann hätte ich auch besser Englisch gelernt. Weil man ja da auch sehr vieles in dem, gerade in dem App-Markt, gerade schon zu Sprachen und Sonstigem hat, was uns letztendlich auch bis hin zu den Ideen, wie man so ein MOOC designen konnte, hin unter Umständen sogar pushen kann. Ich habe eine Präsentation mitgebracht. Ich habe mehr oder weniger spontan aufgrund des Morgens beschlossen, die ein bisschen umzuschmeißen, weil ich grundsätzlich davon ausgehe, dass Sie lesen können. Das heißt, wenn ich jetzt hier weitermache, dann sehen Sie, was passiert. Und für mich kommt mit, ich kann Ihnen ehrlich gesagt nicht sagen, ob ich MOOCs mag oder nicht. Mal mag ich sie und mal sage ich, was soll die ganze Nummer. Vor allen Dingen, weil auf Universitäten jetzt zugestürzt wird, es wird auf die Unternehmen zugestürzt und alle sagen, ihr müsst einen MOOC machen. Und da ist nach meinem Ermessen vielfach diese Intention hinter, weil wenn ich jetzt als Beraterin hierher käme, dann machen wir einen Vertrag und ich kriege für jede Stunde Geld. Ob das dann aber wirklich von der Idee dessen und machen wir was Neues auch wirklich passt, ob das sowas ist, das behaupte ich, sei mal dahingestellt. Und ich habe das nur mal ganz kurz, möchte ich das anreißen, den Rest detaillierter können Sie sich dann angucken. Es ist nämlich die Frage, wo kommen wir her? Und wir haben heute Morgen hier schon einiges gehört. Wir haben, das Tradierte ist das Klassenraumtraining. Und da ist die Situation die, wie sie jetzt ist. Wenn alles schläft und einer spricht, so nennt man dieses Unterricht. Das kennt jeder von uns. Das heißt, derjenige, der was weiß, heißt entweder Trainer, Lehrer oder Sonstiges, sagt den anderen, die da sitzen, was von seinem Wissen. Und in irgendeiner Form muss man dann lernen. In meiner Schulzeit hieß das, zu Hause setz dich hin und lerne. Also wenn ich mit einem halbwegs intelligenten und wachen Ausdruck vom Schreibtisch saß, mit einem Blatt Papier und einem Stift, dann war offensichtlich, ich befinde mich in einem Lernprozess. Und dieses Gesamte im Training, dieses Wir trainieren, zieht sich durch. Das zieht sich auch durch Web-Based-Trainings durch, indem wir ein Online-Training designen, uns nach bestem didaktischen, mediendidaktischen Erkenntnissen versuchen, das so zu machen, dass die Lernenden da wirklich mit Spaß an der Freude durchklicken. Ich war bei uns im Unternehmen mal für die Redaktion eines Trainingskataloges erforderlich und da sagten die mit E-Learning damals, ich war da noch nicht auf der E-Learning-Schiene, dann tut er das Bild eines glücklichen Selbstlerners rein. Da habe ich gesagt, gib es nicht. Und ich bin der Auffassung, gibt es heute auch vielfach noch nicht. Auch hier haben wir die Situation, da ist nicht der Lehrer, da ist dann das Online-Training, was durchführt. Und das zieht sich weiter. Jetzt kommen wir hier mit dem Lernmanagement, den Lernmanagementsystemen. Und wenn wir die großen Anbieter, bei Moodle ist mehr Teilnehmerpartizipation möglich. Es gibt aber sehr viele Managementsysteme, Lernmanagementsysteme. Da geht das Hochladen von Dokumenten seitens der Teilnehmer nur in der Dokumentenbibliothek. Schluss. Aber die können kein eigenes Blog aufmachen, die können kein Wiki aufmachen, gar nichts. Das bedeutet, die Instrumentenauswahl zum Lernen ist sehr begrenzt. Und was wir dort primär managen, sind die Daten der Lerner. Lernmanagementsysteme sind in erster Linie Instrumente für HR-Abteilungen. Dass ich sehen kann, jemand hat sich da durchgeklickt und dann eine Teilnahmebescheinigung ausstellen kann oder nachher eine Zertifikatsprüfung mache. Das ist völlig berechtigt für viele Formen des Trainings, Compliance-Trainings, Sicherheitstrainings und so weiter.
Wenn wir aber über einen MOOC reden, ist die Frage, ist das eigentlich so überhaupt das richtige Format? Und wenn wir zu den Kosten kommen, die will ich jetzt hier schon mal anreißen. Frau Detloff, Sie werden das bestätigen, aus den bestehenden Trainings bis hin zu einem ausgefeilten E-Learning können wir sehr genau die Kosten beziffern. Wir kennen die Plattformkosten, wir wissen, was eine Konzeption kostet. Je nachdem, wie das Web-based-Training aufgebaut ist, 30.000, 40.000 Euro. Wenn es hoch interaktiv ist, wenn es ein simples Screen-Recording ist, preiswerter und so weiter. Das Ganze können wir durch eine definierte Anzahl Kursteilnehmer teilen und dann haben wir den Verkaufspreis. Und dann kann ich sagen, da sind meine Kosten wieder reingeholt. Beim MOOC geht das aber nicht unbedingt so. Und ich habe das mal reingesetzt, ich habe immer die Quellen da unten hingeschrieben, können Sie gerne nachgucken. Es gibt ja nur, die witzigste Unterscheidung hat dieser Donner Clark gesagt, in einem X-MOOC gucken wir Videos, in einem C-MOOC machen wir Videos. Und es gibt aber noch sehr viele, wenn man da diese Liste anguckt, die ist auch hier in diesem Link verborgen. Das heißt, man nähert sich dieser Form an und differenziert die aber vielfach danach, wie wird sie ausgerollt. Also, und welche Bausteine davon nehme ich, um das dann entweder ein bestehendes LMS zu adaptieren, das sind da diese adaptiven MOOCs etc. Das ist alles richtig gut und schön. Das hilft aber weder für das Design eines MOOC, was wollen wir denn überhaupt, erstmal. Und das hilft vor allen Dingen auch nicht, wie ich es dann finanziert bekomme. Denn ich schneide immer nur Häppchen von einigem ab und docke vor allen Dingen an bestehenden Dingen an und bin vor allen Dingen bei meinem alten Training-Denken, so wie wir das auch gelernt haben, wie wir ja auch sozialisiert wurden. Was bedeutet das nun für uns hier? Also wenn man kostenmäßig rangeht, ist meine Erfahrung, muss ich wirklich trennen, ist das Richtung C connected oder ist es Richtung X? Weil das ein ganz anderes Design, eine ganz andere Konzeption der Geschichte ist. Man könnte das vielleicht auch mit Social Learning umschreiben, auch ein sehr populärer Begriff. Ich kann das gleich kurz noch an einem Beispiel erläutern. Und wenn ich mit dem X bin, dann bin ich eigentlich eher in der E-Learning-Schiene. Und hier hat der Peter Ador diese Woche in einem Interview gesagt, dass als Unterscheidung, wie ich es dort mitgeschrieben habe, ich kann nur empfehlen, sich dieses Interview mal anzuschauen, weil die dort sehr schön in die Diskussion auch aus universitärer Sicht reingehen. Es ist bei UnUniTV gelaufen und für mich eines der Highlights in der gesamten MOOC-Diskussion in diesem Jahr. Ungeachtet immens vieler Blogbeiträge. Was der Peter hier gesagt hat, ist aber like-minded people. Er hebt das auch so ein bisschen auf die Experten ab. Ich bin aber der Auffassung, bei der Zielgruppe, die ich hier gehört habe, like-minded people sind, die haben alle ein gleiches Ziel, die wollen alle das Gleiche erreichen. Und da müssen wir nicht mit einem Broadcasting daherkommen, wo wir die zutexten, vielleicht noch ein Video machen, wie das in vielen X-MOOCs zu sehen ist. Da ist dann jemand, der steht denn da und der wird per Video aufgenommen. Redet, redet und redet. Und dann stellt man das online und dann hat man MOOC. Da sage ich, welche Verschwendung. Ein Podcast wäre viel besser. Muss dem zugucken, wenn er da steht? Muss ich nicht. Ich mache sowieso da was anderes. Und das sind so diese Schienen, diese in dieses Richtung Broadcasting-Denken. Und dann hat die Anja Wagner in dem gleichen Interview noch diesen interessanten Aspekt reingebracht, den ich am Anfang, so alle stürmen jetzt mit den MOOCs zu, schon mal so ein bisschen habe anklingen lassen. Es ist populär und es ist auch eine Vermarktungsmaschine. Wenn Sie als Universität nicht hergehen und irgendwann mal MOOC machen, dann werden Sie schief angeguckt. Wie, habt ihr keinen MOOC? Ob das jetzt Sinn macht, ist eine andere Frage. Aber ich habe es einfach nicht. Das Label MOOC pappt noch nicht an der Uni Heidelberg. Für Anbieter ist das vielfach dann die Möglichkeit, sich Folgeaufträge zu generieren. Hier ist zum Beispiel eins aus einem aktuellen MOOC über das Thema Zeitmanagement. Wenn wir hier jetzt mal den Kostenblick drauf nehmen, das Ding
Und dann bei der Bezeichnung Ding sehen Sie meine Wertung des Ganzen. Nennt sich MOOC. Es ist nicht der erste MOOC, der hier durchgeführt wird. Und Sie sehen, da gibt es Videos, da gibt es Skripts und da gibt es ein Handbuch. Die Teilnehmer dieses MOOC, wer da noch teilnimmt, kann ich nicht sehen. Auf der Plattform, die Basis ist ein Lernmanagementsystem. Kann ich nicht sehen, es sei denn, jemand schreibt im Forum. Das ist das, was sich da unter Diskussion verbirgt. Habe ich draufgeklickt und dann sehe ich, es gibt nur ein Forum. Und wenn ich dann sehe, dass hier eine Frage im September gestellt ist, die noch keine Antwort bis heute hat, dann bin ich der Auffassung, das ist kein MOOC, das ist grottenschlechtes E-Learning. Und wenn wir sowas machen, können wir die Kosten ganz niedrig halten. Ganz niedrig halten. Wir können uns aber ein schickes Label geben. Nur was passiert dann? Das spricht sich rum. Das spricht sich bei den Studierenden rum, bei denjenigen, die da sind, die sich vielleicht aber auch wohlfühlen, weil das eine Lernform ist, die sie kennen. Die kommen ja genauso aus dieser Sozialisation heraus. Und das hat der Peter Ador in dem Interview auch gesagt. Die Studenten erwarten das, dass jemand die Theorie ihnen erzählt und dann passiert das. Und da sage ich, bietet uns der MOOC andere Möglichkeiten. Da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Das ist bei Martin Ebner, der ja heute Morgen da war, auf einer Seite, Quelle steht, ist auch da, oben notiert, da sind die Kosten mal aufgelistet. Und jetzt komme ich eben zu diesem praktischen Beispiel. Und da habe ich mal hier geschrieben, what a difference in X makes. Und habe da einen Kurs mal erwähnt, den ich gemeinsam mit einer Kollegin konzipiert habe und den wir durchaus auch als MOOC durchführen können. Den haben wir noch nicht durchgeführt, aber wir könnten den eigentlich sofort als MOOC auch durchführen. Und zwar ist das ein Kurs, der unternehmensinterne Community Manager ausbildet. 10 Wochen. Es ist ein Video drin, das ist eine Videobotschaft in dem Kurs, der läuft bei Bosch in der angepassten Version. Und eine Videobotschaft des E2.0-Verantwortlichen. Ansonsten sind von den Lerninhalten kein einziges Video drin. Es sei denn, wir haben zu irgendwas verlinkt und gesagt, guck da mal nach. So, und die Plattform hierzu ist angedacht, bei Bosch ist es das dortige Social Network, was die im Unternehmen haben. Also die lernen dort, wo sie arbeiten. Das ist ganz eng verzahnt. Es ist eine geschlossene Geschichte, also deswegen nicht open. Und was wir dort gemacht haben, ist mehr dieser Social Learning Aspekt. Und da möchte ich auch ermuntern hier, das zu tun, weil sich letztendlich aus meiner Einschätzung da Kosten sparen lassen. Wir haben Fachinhalte aufbereitet. Das ist die, für jede Themenwoche sind die Fachinhalte wie ein Buffet, wo die zugreifen können, ne? Wo die Suppe steht, wo der Pudding steht und das Hauptgericht. Und da picken die sich die Fachinhalte raus zum Thema Community Management. Um es konkret zu machen, es geht los mit strategischer Planung, Spezifikation, bis hin nachher zu Themen wie Relationship und so weiter. Die Grundvoraussetzung war, dass wir weggegangen sind von diesem fixierten, lernzielorientierten Denken. Das haben wir bei Webcast-Trainings auch. Welche Lernziele gibt es? Ne? Zack, 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 8 bis 9 Uhr. Hat einer noch Fragen? Nee, dann können wir den Haken machen, alle Lernziele erreicht. Es ist nicht möglich, auch nicht in so einem Kurs MOOC, wie Sie vorhaben, dass alle nach der gleichen Einheit den Haken werden setzen können. Und deswegen gibt es da Lernziele, die sich rein auf die Fachinhalte beziehen. Es gibt aber auch Lernziele, die sich auf die sozialen Kompetenzen beziehen, die sich auf das Miteinander beziehen, weil wir ja nicht nur Reproduzenten von irgendwelchen wissenschaftlichen Texten haben wollen, jetzt auf Sie bezogen, sondern Sie wollen ja befähigen, enablen, supporten, dass die Leute kritisch vorgehen können, dass die selber befähigt werden, auch schwierige Texte, wissenschaftliche Texte wirklich standsicher zu formulieren. Und das passiert dort dann
über dieses Social-Element, in dem die nämlich Arbeitsaufträge bekommen. Auch nicht in diesen tollen Möglichkeiten, wie wir das mit den E-Learning-Tools haben, sondern die müssen sich selber organisieren im Arbeiten. Die müssen dann Beiträge schreiben, die müssen sich die Instrumente selber auswählen. Ob die das in einem Blog machen, in einem Wiki machen, ist mir egal. Hauptsache, sie tun's. Das bedeutet ein hohes Maß an Selbstorganisation. Wir haben das bei Martin gehört. Der Anteil der Selbstorganisation wird sehr hoch geschätzt. Viele sind nicht so weit, aber allerspätestens an der Uni müssen wir das mitgeben, weil das nachher im Arbeitsleben gefordert wird. Das ist in so einer Form MOOC möglich. Und was von den Kosten her, ich kann jetzt, würde ich sagen, ist das so in der Kategorie von einem, die Entwicklungskosten, in der Kategorie von einem recht schicken Webbest-Training. Also wir reden mal so für 30.000, 40.000 Euro. Wir haben es bei Bosch ausgerollt, angepasst, das waren nochmal Anpassungskosten aufs Unternehmen. Dort ist natürlich die Infrastruktur vorhanden. Das ist nochmal eine andere Nummer, das muss man dann nochmal extra schauen. Aber was ganz anders ist, ist die Betreuung des Ganzen. Und das habe ich hier hingeschrieben. Und das ist ein ganz anderer Faktor. Weil die Betreuung, ich habe das in meinem alten Unternehmen schon so eine Maßnahme realisiert und habe es jetzt nochmal gemacht, ist wesentlich aufwendiger. Da kann die Monika König unter Umständen auch was zu sagen, weil die mal mitgemacht hat. Ich habe beim OPCO habe ich aufgerufen, wer Lust hat, das mal zu machen, kann sich melden. Und wer meldet sich natürlich? Die Monika. Und dann haben wir den ganzen Kurs mal durchlaufen für diejenigen, die dann, wir haben es damals Lernbegleiter genannt. Heute würde ich sagen, das sind Manager einer Lerner-Community. Das ist das Selbstverständnis dahinter. Und das bedeutet, ich bin nicht mehr der herkömmliche Tutor, gucke in ein Forum rein, sondern ich muss mich wirklich mit den Inhalten auseinandersetzen. Und ich muss dann auch anregen. Hast du schon mal daran gedacht, den Aspekt noch mit aufzunehmen? Also mehr dieses Unterstützende, Begleitende, als dieses, du hast aber diesen Aspekt hier vergessen. Und das ist ein Wandel im Selbstverständnis Trainer, Referent, Dozent. Und den lege ich dringend ans Herz, mit einem MOOC einhergehen zu lassen. Weil das macht das dann wirklich zur knalligen Sache. Und die und ich habe selber gemerkt, wie schwer das auch ist. Bei dem ersten Kurs wollten die ein Video machen. Und ich habe auf die Plattform geguckt und gesehen, die haben ein Video gemacht. Da war ich natürlich neugierig, was die für ein Video gemacht haben. Und das Video nimmt den ganzen Bildschirm ein. Ich konnte überhaupt nichts mehr sehen. Und typisches Lehrerverhalten, nach denen musst du jetzt sagen, das Video ist zu groß. Und dann konnte ich mich gerade noch bremsen und habe gesagt, nee, lass mal. Und zur Präsentation war das Video genau wie es sein sollte. Die haben Zusammenarbeit gelernt, Co-Creation, auf einer ganz anderen Ebene. Und dann noch den Punkt, was die Kosten betrifft. Wenn wir auch hier sagen, wir investieren hier mehr in die ersten MOOCs, was die Begleitung betrifft, weil es aufwendiger ist, das zu begleiten. Aber es ist ja auch aufwendig, eine Vorlesung zu halten und es ist aufwendig, Arbeiten nachzugucken. Man hat hier bei den MOOC-Teilnehmenden auch ein selbstregulierendes Instrument, wenn ich die nämlich mit einbinde, wenn ich die mitverantwortlich mache dafür, dass Inhalte korrekt sind. Also sie spielen dann den Ball rüber und schubsen die an. Wir müssen nur kontrollieren, wird das auch richtig aufgenommen. In wöchentlichen Online-Sessions kann man sich finden und darüber sprechen. Und damit entsteht nach meiner Einschätzung in dem MOOC selber ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess, weil die Inhalte da drin sind. Und dadurch, dass immer wieder neue in den MOOC reinkommen, ist das auch wie so ein Refresh der Inhalte immer. Denn die MOOC-Teilnehmenden müssen das ja mit reinbringen. Und das ist ein bisschen das, was der Martin eben sagte, auf die lange Sicht gesehen, wird das kostengünstiger und rechnet sich das. Das ist meine persönliche Auffassung
Und den Hinweis habe ich bekommen, das kann man selber sehen. Also hier müssen wir, da sind noch ein paar Links drin, dass Sie sich die einfach nochmal verinnerlichen. Und das war es dann auch schon. Und ich hoffe, es hat Ihnen was gegeben. Yeah, our next speaker, Monika König, has been one of the organizers, I guess you could say, of the MMT 13, so the MOOC Maker, which I find it's a great name, MOOC Maker course in 2013, and of course she also has a wealth of experience in e-learning in the broadest sense and social media, and probably also not only has one blog, but several. I really need to catch up, obviously. Okay. We won't really need the PDF anyway, but it's great to have it. Also, ich bin deutsche Muttersprachlerin, das wird man gleich hören, wenn ich Englisch rede. Falls es ganz unverständlich wird, einfach den Arm heben, dann ändere ich wieder die Sprache. But for a start, I'll just try in English. And my subject is actually not just the MOOC, but the talking about the money. If it comes to MOOCs. And I was actually wondering what a normal MOOC does cost. I just know about the MOOC I facilitated with two other persons. I didn't really know what other MOOCs did cost, so I asked via Twitter. And I'm asking now you, do you know what your MOOC did cost in euros? In approximately 50 or 70,000. Let's have a look what the other. Oh, yeah. I found out. Right, the one. I love that. That one, that's what our MOOC did cost, 262.80 euros. I will tell you afterwards why it was this cheap. That was actually excluding my work and the work of the other two. Otherwise, it wouldn't be affordable at all. Okay. The marketing MOOC. Online by Nature told me via Twitter was 35,000. The Hanse MOOC, also online by Nature told me was 50,000, so about you. That's what Christian Spannagel told me, but we may ask him afterwards if this is really right, 100,000. I guess it's this expensive because he tried not just to do an X MOOC or a C MOOC. He just tried to do an X and a C MOOC, so it was probably 50 for the C and 50 for the X. That you probably can't read it all. It's actually, I found out that edX is offering some consulting and MOOC producing service, which is 250,000, but not euros, dollars. So it's cheaper than. And as soon you rerun that very MOOC, it's 50,000, just 50,000, so cheaper than. Right, so what's that 262.80? It's actually before of the start of the MOOC, we met in Bad Vilbel. So we had to pay the public transport to go there. We had to pay the nights we stayed there, the food, and the biggest amount was actually the alcoholic drinks. But they were really necessary. So before we started discussing the MOOC, we got drunk. The day after, we realized that we still like each other and we could work together. Right. So the point is, a MOOC could cost anything and it could even be more expensive than 300,000. As much money you have, you may spend. Right. But what's the money spent for? In my opinion,
Ellen showed you the difference between X and C. In my opinion also, the money is spent in X MOOCs for the videos and the infrastructure, and if you do it C-like, you need to spend the money to people. And I really don't know if any party would have to pay for our work. If it would have been cheaper than an X, I don't believe that. Mm-hmm. I don't believe that. Mm-hmm. Just to give you an idea, all three of us spent at least 4 hours a day, Saturdays as well, Sundays as well. Then the week we created a MOOC, we were together beforehand, and nevertheless, we suffered from a complete MOOC burnout after those 5.5 weeks. So it would have, we would have needed even more working hours. Right. I've got two financial strategies for you. It's actually just two. The first strategy, I'm not really the expert, but I had nevertheless some ideas. So don't try to read my remarks. Just listen. It's actually, you find a business model. Finding a business model is easy, but finding a business model which is working is very, very hard, I learned. It's always a mix of certain aspects you put together, and then that's the business model. And those aspects, what could that be? You won't need that, I'm just telling you. For example, you could work with ads. I can see what you're thinking. No, ads are evil, evil. We are a university, we won't work with ads. But just open your mind. If you are hosting a MOOC, you are providing, for example, a list of books you are offering to the students anyway. So why not providing the lists via Amazon affiliates links? I wouldn't feel very bad to do that. Would you feel bad? Would you feel bad to provide the list? I think our library already does that, so that's what I was talking about. Oh, cool. Okay. Second, some American universities are selling student data. ethical concerns. In my opinion, as a student, I'm also studying in MOOCs. I would say, as long as I know that my data is sold and I get the MOOC for free, I tick, yes, it's all right. I'd do so. I don't know, what about you? Would you say, okay, my email address and my name could be sold? Yes. You'd tick yes? Yes. Who'd tick no? 1, 2, 3, 4, 5. And it could also be the assessment data, no? Sometimes also the assessment data, but this could also be great for the student. Let's say the 10 best students are sold as contacts to a company wanting to employ them, so why not? Send my data. If I get a job offer, I'm fine with that. But anyway, I get your point. You could sell the wisdom of the crowd. I don't know if there is a sort of question you students could ask, answer via a MOOC, which is paid for. I've got no idea, but just think about, is there any question the crowd could answer and you could get the money for? Just open your mind. You could sell the certificates afterwards, but this probably won't work because 2 weeks ago I was in a lecture of a professor having offered a MOOC about mathematic algorithms, something like that, and he said there were 6,000 participants and they wanted them to pay for taking the exam, 6,000. Give me a guess, how many did take the exam in Osnabrück? Give me a guess. Oh my God. You are brilliant. It was 18. Good. 18.
out of 6,000. I mean, it's not global anymore, right? The exam. Yeah. You could also sell a surplus. For example, that was what Moskaliuk did. He said, my Ichkurs is for free, but if you want to join the community, you need to pay for. So he actually sold the other students, kind of. you could sell, oops. Okay. How can I get back? Yeah. You could also sell the tutoring, saying the MOOC's for free, but if you want to get supported by people knowing about the subject, that does cost money. You could sell such physical booklets Martin told about. I think they were for free, but what about selling them? You could sell kind of contact points. By contact points, I mean you are providing experts within a MOOC. Why not saying, if you want to have a private session in a hangout with that very expert, it does cost you 50 euros, for example. Half an hour for 50 euros. I don't know if anyone would buy that private contact, but during your MOOC, I would have bought a contact with you, to be honest with you. Oh, for 50 euros. I would have bought that. You could sell also personalized feedback. Actually, the students are delivering kind of artifacts, yeah? So why not saying, hey, the facilitator of the MOOC is commenting on your artifact for 10 euros. You could even say, I do it for a little bit more money. And there are a lot of students, in my opinion, who are keen on getting the feedback from this very expert. I see on the video, I know who is just the star within his field. So it's worth a trial. I never tried it, so no one wanted to book me as an expert, but let's give it a try. Yeah. You could also finding sponsors. Again, now you're asking probably yourself, who could sponsor a MOOC? I don't know, but it's worth thinking about and just worth just asking for. Maybe there are some local companies within Heidelberg needing English savvy people. So why not saying you are sponsoring our MOOC and you've got a huge number of students being able to, wie nennt man das, Praktikanten oder Trainees. Yeah. Would that work? Or would you feel like, okay, I would ask someone. I love all of these ideas. I have only one headache, and yeah. That is the legal ramifications of it. That's going to be a huge issue for an institution of our size. But we'll talk about that later. Okay. Yeah. The last idea I had, which should have been the first idea, but I take money for the MOOC itself. So how much money, let's say your MOOC. I don't know how many participants you had, but let's say you would have gotten 5 euros for each. How much would that be? At the moment we have 8,400 people. Multiplied by 5? Oh, wonderful. I think 5 euros, come on, it's just 5 euros. Would be okay. Okay. That were my ideas about how to build together some business model, but I can't really promise that all of them are working. It's just ideas, yeah. Right. The second financial strategy I'm an expert in, trying to substitute spendings, trying not to spend money for something you need.
I'm really an expert in that. The videos. Those very expensive videos. Why don't you just use Hangouts on Air? You are having a chat via Hangout on Air for 15 minutes, an expert with a student or some different setting, an expert with an expert, and it's just 15 minutes work, and you've got a 15 minutes video. I know what you're afraid of. You're afraid of making yourself a fool. But believe me, I made several times myself a fool, and I'm still alive. And still people are talking to me, and still there are people finding other videos I produced very well, very nice. Yeah. So if you just give it a try, you might may find out that you are a natural-born video star without any camera team, but just with your laptop and a Hangout on Air. Give it a trial. I could, why not you and me? We are making an interview via UnUniTV, okay. Just to give it a trial, and you afterwards feel, what does it feel? Telling me, what does it feel? When I watch the video? You are the expert, I'm the interviewer, and you're... And I am on... Streaming it into the internet. Okay. About a subject that you are the expert in. The expert in. It'll be okay, I do Hangouts all the time. You do it? Yeah, I do. Good. All the time. Okay, as it... Try to let go that thought that your video within your MOOC must be perfect. Because as soon you're thinking your video must be perfect, you're comparing yourself with TV. You're comparing yourself with cinema. And if doing so, you will lose anyway. But if you're doing via video something different, we aren't compared to cinema. We are making something special, something new. Also, what you could do if you really, really want videos because you think videos are so cool, then let the students produce the videos. Why not? Or, that's the fourth point, cooperate with other language centers. Let's say you need 25 videos and you cooperate with 7 language centers. Each language center has just to produce 3 of them. Each language center staff will get some reputation out of it. And the best thing is, each language center will bring in their students. Yeah, cooperating. Students doing the videos. Just have a look around and use what's available. I'm really wondering why creating a new platform. There are dozens of platforms there anyway. Why do I need to create my own? There are platforms there. Or even if you don't want to use a platform, actually be creative. So, but beforehand you should decide what you want. An X or a C? A C is risky, an adventure, and you are losing control. You may fail. But if you're doing an X, you are able to copy strategy and you know what's the risks, but you may fail also. Do you have any question? I'm done. Yes. I'm gonna do the question session now for both speakers. Anyone? Does anybody have any questions? Maybe I start with the headache that I talked about in terms of legality. I mean, I like the second version better than the first version because I think it is always problematic if you're starting to sell things as a big institution. I would imagine that that if you come out of the house that is not as legally flexible as, say, for example, a company maybe.
right? Because you are dealing with public monies, because you are dealing with a very highly complicated financial structure, then things like selling ad space, selling student data, all these sorts of things are going to be extremely difficult. And the idea was floated in one of our workshops, how to finance the MOOC, and the idea of selling, for example, certificates was one of those things that was floated. It's one of the most commonly talked about ideas, I suppose. And our professors from the legal department said, "Oh God, no! Do you have any idea how much it's going to cost just to put together the terms and conditions, the allgemeine Geschäftsbedingungen? That is going to go into six-figure numbers right there." Right, just to count, and no one for has every language. For every language. So no, so not in the cards. Mm-hmm. Not to even speak about things like data protection and privacy things. So I much prefer the second suggestion that you give. Let's just save money. Let's just don't make this too expensive. Mm-hmm. I think from an institutional point of view, I reckon that there has to be a central pool that helps people who want to produce MOOCs within the university that will feed into that. But of course, not everyone is going to get anywhere. We might be able to talk about 250 euros, but I don't think that we're going to get 300 grand from the university, Central University, to produce, you know, a MOOC, or 100 grand. So I think it's got to be something probably in the middle. My question is, your suggestion to save money on the video front. Mm-hmm. I have my doubts about that. I know it's a practicality. I love the idea of cooperating, and I totally subscribe to the notion of spreading the weight. So if you can do video production, say within Baden-Württemberg, if you have some expertise and some resources, I think that would make an awful lot of sense to share that. Right? Not everyone has the luxury that Harvard has, which was just donated a TV studio by one of their alumni, so they can now produce their MOOCs in their own TV studio. We don't have that, right? So I think if we can spread it, that's fine. But the problem is, I think we cannot or we shouldn't underestimate the expectations of students when they watch the videos or are heavily video loaded MOOCs. We've seen, for example, some of the criticisms on edX for MOOCs that had, you know, the very how can I say, thrifty production of videos, and that was one of the things that led down on to one star ratings of the MOOC itself. You know, and that's not something that we can and should underestimate. People are used to seeing slick videos. If you look at YouTube and the productions that people are capable of at this point, then I think we need to keep that in mind. What do you think? I know that they expect from a university and from a school lecture videos, mm-hmm. because they know there's a teacher. Mm-hmm. So I believe that young people, if they are in a learning environment, they act like elder people, mm-hmm. like mm-hmm. you and me, mm-hmm. and so on. It's the same what I said to the role of the teacher. Mm-hmm. They have a look where is the teacher who tells me what's right and what's not right. Mm-hmm. On YouTube, we have other kinds of videos. Mm-hmm. They are popular. The videos who are creative. Mm-hmm. With spirit, mm-hmm. These are the popular storytelling. Mm-hmm. The word is storytelling, mm-hmm. and with a thousand of clicks, mm-hmm. The videos we produce often in X-MOOCs are a must-see. Mm-hmm.
because there is a teacher. Mm-hmm. For me, it makes no sense. I have the course that produces the video. Most of the videos I have seen are only spoken videos, so I can make an audio and podcast. Mm-hmm. That's enough. Mm-hmm. I must see a person speaking. Mm-hmm. I can reduce the cost and I can help the students to go the way to the new and other kind of learning. Mm-hmm. I believe that we are responsible to help them to go this way. And if we focus, like the example I showed with the videos and ebook and we support the old way, mm-hmm. not of self-organized learning and not of co-creation and working together and helping together or like a popular to act social in the meaning of social responsibility. And they need this competences and skills for their working life later mm-hmm. on. Yeah. The companies today are not companies who work in this way, but the companies are on the way. Mm-hmm. And the changes in the companies happen. And when I have a look at the healthcare pharmaceutical industry, where the doctors and the staff in the hospitals work together, it's the same way. It's mobile, it's we are sending results via apps and so on. Mm-hmm. The whole world is changing, only education makes e-learning and videos. I think e-learning is great. I made it and I loved it and I still love it. But if we want to enable, not in a, when Christian will come with mathematics, is totally another thing. He can show what he does, mm-hmm. but. Do you want to show me how you write the right word? Yeah, yeah. I can't believe that it makes sense. Mm-hmm. If you will make videos who mark up, who there are a lot of tools in the internet. Mm-hmm. I tested it, a new tool, Jane Hart. Do you know Jane Hart? Yeah. Did you have a look at the new list? Yeah. 100? There's one tool, I can have a look later on, and I tested it. And I remembered the time when I was, I made my my web-based trainings with Flash. Mm-hmm. And you can make it by yourself, animated videos mm-hmm. and so on. Mm-hmm. And you can, it's not cheap, teuer? Cheap. Mm-hmm. It's expensive. It's cheap. It's cheap, and with the possibility of a free account, you can upload it to YouTube, so it's open. You are in your course, and the suggestions from Monica, mm-hmm. I like them because they open the mind. Mm-hmm. And if you think in the conditions mm-hmm. we know, mm-hmm. and if the first word of our answer is but, mm-hmm. we will not find new ways. Mm-hmm. Well, yeah, I think what comes into it and what you touched in your talk this morning is, it's not only about teaching; it's also about marketing. And production value and stuff. So I think that is somewhat also the problematic nature of the MOOC, the strategy. That we have to, you know, find the balance between making it appealing, also of course for an audience that is very used to high production value videos. And I totally agree mm-hmm. with you that we should teach our student to be better as self-organized learning, but we have to teach them. It's what we encounter in our students here at the cluster, they come from a different generation.
and we can't expect them to be that well-versed in self-organized learning than they could tackle a class like we do if we do not really guide them through it. And so I think there are a lot of ways where we still have to find the balance in the MOOC, medium MOOC. And of course also with university as an institution and the legal ramifications and of course the idea of it being open. And what Martin talked about earlier, to really have it as open education also for parts of the world where maybe even €5 would be a lot of money. And so how do you tackle that? I think it's probably something that also the universities will have to think about, business models. Since it's a lot of money, it's not something where you can say, okay, we'll do it. But I think it will take a lot of discussions. And yes, but I believe we have it's worth to look where we spend our money. Absolutely. Yes, and I don't believe that the reputation for the university is very important. It's an image. Students will say, wow, they are modern, they support the students and so on. But I can't believe that a video lecture will support this new image. I don't believe absolutely. This. I completely agree with the idea of taking back the talking heads, mm-hmm. right? No one needs that, and just as this classic, and we said that in the break, you know, that it can't be, it's not in my interest at all to produce a MOOC where you have a 45-minute video of, you know, me going ma 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 ma. I have lost, as we have heard, after 4.4 minutes, right, I've lost my audience anyway, so 40 minutes is going to be no one, you know, or stopped. So I totally agree, right? Your picture, that's not the sense of the exercise. I absolutely agree with you. It's just that if I should have rephrased it, if we do video, right, then the question is, if we want to have video, can we get away with the bad ones? Yes. Yeah. I've got one remark, yes? And one proposal. One remark is, if you produce perfect videos, mm-hmm. we are actually into marketing, entertainment. Precisely. And we are making our students passive. That's what we do. Because the better the video is, the more I'm just consuming. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. What about, that's my proposal. Mm-hmm. You take any seminar in Heidelberg about academic writing in English. Mm-hmm. The tasks you give to the students is not the ones you usually give to them, but the task will be, for example, okay, you student, you get your credit points for. The question is, tell me something about the structure of some academic tests, mm-hmm. but what you deliver is a video. Mm-hmm. So imagine you've got 25 students and mm-hmm. you get 25 videos and there are just three. Three, that, yeah, it's a mass very question. Good. Then you ask the student, may we use your video? Yeah. And mm-hmm. I promise you, the student will answer. It's a great idea. Is it this? And the light goes on. Yeah. And the light goes on. Fantastic. Yeah. That is a fantastic, that's a great idea. Yeah, it is. Love that. And on with that note.